Komm, das ist ein Treffer. Oh. Das fängt jetzt echt an, ätzend zu werden. Nein, 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 nicht abstürzen. Hab ich verdrückt, Alter. Scheißhack, ey. Moin, Freunde, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge. GTA 5. Ja, versagt hat man in der letzten Folge. Und jetzt müssen wir es wieder gut machen. Es war auch ziemlich schwierig, muss ich auch sagen. Loud and clear, amigo. There's one thing Trevor Phillips Industries prides itself on. It's fair competition in the market. Aber es ist auch verkackt hab gerade, ne? Die Bombe zu spät abgeworfen oder was? Mal zu früh, mal zu spät. Irgendwie ist eine Luftströmung jetzt ziemlich scheiße. Jetzt Treffer. Na komm. That's a confirmed hit, my friend. Perfect. Ja. Oh, der sackt aber ziemlich schnell ab hier. Es ist schade, dass er nicht mal anständig halten kann. An sich halten kann. Oh, das ist so witzig. Unser nächstes Ziel schon. Volltreffer. Läuft. Die Inseln sind sehr interessant hier. Okay, hier ist noch so ein Pier. Oh, mein Auge juckt. Ah, ganz schlecht, das juckt, das juckt. Ja. Noch mehr Pieris. Pieris. Ja, was ist das? Und Feuer. Scheiße. Didn't make the hit. It's cool. Go at him twice as hard with the next one. Ah Gott. Jetzt ist ein Treffer. Läuft, läuft, läuft. Wie viele Bomben noch? Zwei. Eieiei. Das muss klappen. Da muss die Kiste auch wieder gelandet werden, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Okay. In der letzten Folge erzählte ich etwas über den Geist. Das ist genau hier unten. Aber ich glaube, das ist die Uhrzeit noch nicht. Der taucht zwischen 23 Uhr und 0 Uhr auf.
Genau auf diesem Stück Felsen da. Komm, es ist ein Treffer. Oh, das fängt jetzt echt an, ätzend zu werden. Nein, 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 nicht abstürzen. Hab ich verdrückt, Alter. Scheiße, ey. Okay. Feuer. Was? Ah! Good work, man. That was the last bomb on your rig, so bring the plane back in. Thank you for flying Air Phillips. This is your captain speaking. You might have noticed some turbulence during the recent bombings, but we're expecting a smooth run in. So sit back and enjoy the flight. I like you, Trevor. You're just crazy enough. I agree. That should keep your fellow countrymen out of our way, don't you think? For now. There's always more where they came from. Yeah, I've been having similar issues with some bikers. They all get the message eventually. Sagte, oh Alter, warum kaut das jetzt gerade nicht so gut hin? Ich hab keinen Bock nochmal so eine. Oh nein, du sollst. Ich glaub's jetzt nicht. Oh, 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 oh. Verdammt, warum ist das passiert? Und jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal von vorne machen? Das wird mich total ankotzen, ehrlich gesagt. Dann würde ich das kalte Kotzen kriegen. Oscar, you there? What's the drop? Ich wusste irgendwie, das geht beim Landen schief. Das nervt jetzt so an, ey. It's fair competition in the marketplace. Feuer. Schon. Hör auf, damn zu sagen, Alter. Auch das ätzt mich jetzt richtig an, Leute. Tut mir leid, aber. Daneben halt nochmal von vorne. Von vorne und der Sonne entgegen. Ich finde aber auch. Das ist ziemlich knapp berechnet, ist für die Fehlversuche jetzt hier einfach, ne? Komm, das geht noch. Komm, komm, komm. Verdammt! Ich hab so keinen Bock mehr darauf, ey. So eine ätzende Mission einfach. Der trifft aber.
Oh. Ah, das ist echt Mist gelaufen. Müll, Mist, Müll, Kack und Scheiß, Mist. Oh, so ein Ärger, so ein Scheiß, den man machen muss. Ich hab wirklich nichts Besseres zu tun hier. Okay, los geht's. Feuer. Oh, das wird ein Volltreffer. Genau das Zelt. Yeah. So was Blödes aber auch gerade mit der Landung einfach, ne? So ein Scheiß, ey. 38.000 Mal bin ich hier gelandet bei den Scheißspielen. Jetzt geht's wirklich daneben, wenn ich in einer Aufnahme bin. Das ist ein Treffer. And again, nailed it. Back on top, man. That's all of them. You can fly back to the airfield. Thank you for flying Air Phillips. This is your captain speaking. You might have noticed some turbulence during the recent bombings, but we're expecting a smooth run in. So sit back and enjoy the flight. I like you, Trevor. You're just crazy enough. I agree. That should keep your fellow countrymen out of our way, don't you think? For now. There's always more where they came from. Yeah, I've been having similar issues with some bikers. They all get the message eventually. Moment, so bestimmt. Jetzt bin ich zu hoch. Ich glaub's nicht. Ich brauche Anlauf. Es geht nicht einfach so. Ich bin ein sehr schlechter Pilot. Anderes Ding. Oh, aufregend. Aufregend, aufregend, aufregend. Das für 7.000 Dollar, wa? Wow, wow, wow. Naja, pro Minute und 1.000 ist auch nicht schlecht, ne? Wenn das immer so weitergehen würde. Ah, stir, you piece of shit!
Oh, wir haben wieder eine Automission. Machen wir die doch schnell mit. Oh, ja, wo war der Finger? Oh, der stinkt so fürchterlich. So, na, das Auto ist wieder repariert hinten, sehr schön. Machen wir die Automission, das gibt immer noch Kohle. Dann können wir mal für... Also wir haben ja nicht mal eine scheiß Garage. Ich dachte mal, vielleicht könnten die mal vielleicht erledigt sein. Oh, Alter. Da lohnt sich viel mehr diese Mission, weil die gehen nämlich flotter als diese anderen, als die Flugzeugmissionen. Aber das ist ja Geld. Komm schon. Oh nein, der Baum. Oh, dieser verdammte Baum. Ich hasse jetzt den Baum. Package in the bag. Ja, was? Oh, Freunde! Geht alles gut. Läuft alles gut. Diese Bodenwellen, die machen das nicht so klasse hier für uns. So, warte mal hin. Ich will mal ganz kurz... Wow, die sind aber noch nah dran, Jungs. Und ich bin völlig auf dem verkehrten Weg. Finally lost those sons of bitches. Wow! Diese verdammten scheiß Leitplanken. Aber es sieht doch gut aus. Hallo Freunde, das ist der Käferclub. Da kommt gleich wieder ein Assistent. Oh shit! I got company. Mist. Hab ich verfranst.
Nun verpisst euch doch endlich, Mann. Hartnäckiger als Fliegenscheiße, also ehrlich. Weg? Ne, immer noch nicht. Ja. Ist das nervig. Warum lassen sie sich hier nicht abschütteln hier? Was soll das denn, ey? Ja, als würden die wissen. Böse Menschen da? Opa. Sauber. Wieder Kohle verdient, ohne Ende. Pistolen, Waffenschiebereien. Und Schmuggelimuck. So. Thomas. Ah ja, könnten wir schon wieder eine Flugmission machen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viel hat er jetzt? 77.000? Ich wollte mir, aber ich kann mir noch... wieso kann ich mir hier keine verfuckte Garage kaufen, Alter? Das ist aber... Oder, ja. Da haben wir Fragezeichen für Franklin. Hier haben wir eine Randalem-Saale-Geschichte hier. Was ist da denn hier? Achso, Jagdgebiet, naja. Suchdienst. Pipapapapopopo. Was haben wir hier? Immobilien, Henhaus. Eine Scheißgarage reicht auch erstmal. Was ist denn das? Landeplatz von Sandy Shores. Hangar bei Sandy Shores, okay. Na gut. Nehmen wir uns mal einen Humpen und dann fahren wir hier jetzt hin. Nette Karre. Aber wieso hat Trevor keinen Platz, um ein Auto hinzupacken, ey? Ich versteh's nicht. Selbst Franklin hat Platz. Probieren wir gleich nochmal. Wer verstellt immer das Rad hier? Wer dreht immer am Rad? Spoke to an official. We are profoundly worried. Profoundly losers.
Wow. Weil der hier auch gerade abgebogen ist. Der hat mir die Vorfahrt genommen hier. Der Penis. So, Freunde, probieren wir nochmal schnell aus. Ich wollte mir nämlich mit ihnen, nämlich das Auto hier kaufen. Oh, dachte, das hier. Ja, mit Buggy kann ich so nichts anfangen. Wohnmobil wäre auch geil, oder? More, give me more. Geht aber auch. Mopeds! Ah, der Roller! Ich feier den! Ich hab Bock auf den Humpen hier. Ich hoffe, die können das Fahrzeug nirgends unterbringen. Aber warum? Wieso hat der denn keine scheiß Garage? Ich glaube, ich gockelheim nicht gleich mal. So, Freunde, auf jeden Fall, das war's schon mal für uns. Für heute. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Also, bis nächstes Mal. Und